Da sind wir schon wieder. Ich hoffe, ihr habt uns vermisst. Wir haben euch nämlich vermisst. Und ja, heute ist ein sehr emotionaler Moment. Es ist ein Jahr her, als wir die erste Show herausgegeben haben. Und wir sind sehr gewachsen, es sind viele Leute dazugekommen und gegangen. Und wir möchten uns bei allen bedanken, die mitgeholfen haben, bei allen Künstlern, bei allen in unserem Team, die Challenges haben mitgeholfen. Es ist wirklich top, dass wir das so umsetzen können. Wenn ihr auch uns helfen wollt, unbedingt liken und abonnieren. Und somit wünsche ich euch viel Spass mit der heutigen Folge. Wir begrüßen heute einen jungen Künstler. Jung ist zwar immer eine Definitionssache. Ja. Ob wir noch jung sind oder nicht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, sein Name ist David Di Alma. Herzlich willkommen. Hallo zusammen. Hoi, hoi, guten Morgen. Guten Morgen. Ich habe gesehen, letztes Jahr bist du bei der Gustav Academy mit dabei gewesen. Hast du dort deine ersten zwei Singles können releasen. Wie hast du das Jahr so erlebt dort? Das Jahr war fantastisch, weil ich habe mega viele Leute kennenlernen, die Musik machen, so wie ich. Natürlich verschiedene Stile. Und das Jahr war voller Erfahrungen, vor allem für Live-Performance. Und ich habe es mega genossen. Hast du das auch so als Herausforderung wahrgenommen, dass du eigentlich so mit random Künstlern zusammengeworfen wirst und dann so jeder hat so seinen eigenen Stil und dann muss man miteinander irgendetwas kreieren? Ja. Oder ist das für dich recht easy gewesen, sag ich mal? Mega! Das ist, glaube ich, eine der grössten Herausforderungen gewesen. Weil ja, jeder hat so etwas anderes im Kopf und in den Fingern und was auch immer. Und, ja, es war immer spannend gewesen, das Endresultat zu sehen. Weil, manchmal ist es mega schnell gegangen und man hat schnell das Resultat bekommen. Und manchmal hat man knurzt und knurzt, bis man irgendetwas hat. Und man war dann vielleicht nicht zufrieden gewesen, aber schlussendlich hat man das Resultat gehabt. Aber es war eine lustige Erfahrung, mit verschiedenen Leuten zu arbeiten, weil jeder etwas anders schafft. Darum ist es, habe ich es recht lustig gefunden. Ja, ich finde, Frank, du bist recht viel hinter dem Drum gehockt, mhm, bei Gustav Academy. Mhm. Trotzdem jetzt so zwei Singles rausgegeben, wo du singst. Ja. Extrem cool. Wo fühlst du dich für Schwöler? Siehst du dich mehr als Schlagzeuger oder schon auch mehr als Frontmann, als Sänger? Oder wo ist so dein Platz, ja, auf der Bühne überhaupt? Das ist eine gute Frage. Ich weiß selber nicht, was ich darauf antworten soll, weil es kommt sehr oft die Frage. Und dann sage ich auch, am liebsten wenn ich singen und Schlagzeug spielen. Mhm. Das stimmt auch nicht ganz, weil manchmal würde ich gerne einfach nur singen. Ja. Und manchmal würde ich gerne nur drummen. Ich glaube, ich tue mich sehr gerne einfach in eine Rolle begeben, wo ich dann echt bin. Und es spielt, glaube ich, keine Rolle bei mir, in welcher ich bin. Ich bin jeder gern. Und das ist, glaube ich, echt. Ja, darum kann ich nicht sagen, die habe ich am liebsten. Genau. Das ist so ein bisschen so, wie ich es erlebe. Vielleicht würde man sagen, ja, du bist mehr ein Sänger als ein Drummer. Vielleicht ist es dort, wo ich ein bisschen sicherer bin. Du hast zwei Singles rausgegeben und die sind komplett von dir komponiert oder hast du dort Unterstützung gehabt? Also am ersten, den ich released habe, ist das komplett von mir eigentlich. Ich habe mit 18 Studio Lines gearbeitet, aber die Komposition ist von mir. Arrangement ist von mir und beim zweiten habe ich Unterstützung bekommen vom Henny, von Halunke und beim Arrangement und zwischen ist eigentlich alles von mir komponiert. Und natürlich, die Musiker von La Gustav haben dort ihr kleines Ding dazu gebracht. Ihr, was sagt man dem? Gewisse Würze. Gewisse Würze, ja. Genau. Sicher. Und spannend ist ja vor allem, was kann man noch erwarten von dir in Zukunft? Wird dann noch ein Album kommen? Ist etwas in Planung? Oder? Das ist auch eine sehr gute Frage. ja. Ich bin dran, so Singles vorbereiten. Ich habe noch nicht das Album in Aussicht, aber das sicher als so weiteres Ziel oder ein bisschen, längerfristiges Ziel. Im Moment bin ich einfach am Lied schreiben, probieren. ja, bin jetzt auf eine Single, also bin am Single vorbereiten und ja, mal schauen, was ist völlig andere Richtung. Mal schauen, was. Okay.
was, was noch rauskommt. Was dabei. Rauskommt dabei, ja, genau. Klar. Und hast du Mitmusiker auch schon? Oder? Die singen jetzt allein. Okay, ja. Aber mit Backings, die andere Leute machen. Und nachher möchte ich gerne einfach live performen. Das ist so ein bisschen das, was ich in Aussicht habe. Aber im Moment noch kein Konzert. Okay. Aber Band hast du schon im Rücken? Ja, jetzt bin ich jetzt ganz frisch bin ich im Schauen für Live-Musiker. Wir sind 5 Leute und haben noch nie zusammen probiert. Okay. Ganz, ganz frisch. Und ja, mal schauen, ob das etwas wird. Ob das etwas daraus wird oder nicht, ja. Ja, bezüglich Live-Performen. Live-Performen werden wir heute auch noch. zwar ein bisschen in einem anderen Setting, mit ein bisschen anderen Aufgabe. Und somit wünschen wir viel Spass mit der Challenge. Da sind wir bei der heutigen Challenge. Wir sind in dieser wunderschönen Turnhalle und wir haben uns überlegt, wir machen heute ein relativ klassisches Fußball. Die Regeln sind nicht allzu kompliziert, es gibt 2 Goal und der Ball muss da rein. Für die Regeln ein bisschen zu vereinfachen, haben wir uns ein wunderschönes Utensil beigeholt. Das sind sogenannte Bubble Soccer Ball, die ihr hier seht. Hier kann man reingehen mit dem Körper und dann kann man das Ganze eigentlich anlegen wie ein Gurt. Das ist noch das Einzige, was schaut. Es sind Füße unten und erlaubt dann natürlich dementsprechend ein bisschen härteren Körperkontakt oder auch nicht. Yes, und was haben wir doch für ein Team? Genau, heute spielt FC David die allem anderen Mann. Herzlich willkommen. Zukunft in weiteren Shows gesehen gegen FC JR Show.
das war es mit unserer grossartigen Challenge. Jaya hat leider verloren. Er stimmt mich sehr, nicht so in Bauprofis. Aber was wollen wir? Aber umso grossen Applaus an das Team David Diana, wirklich. Und somit gehen wir zurück ins Studio und viel Spass mit der Live-Session. Sind wir wieder zurück in unserem Studio und kommen wir zur Live-Performance. Welchen Song dürfen wir heute geniessen von dir? Der Song heißt Dreamful Mess und ist eine Soul-Nummer, könnte man so sagen. Ein Sechsakt. Es geht darum, dass man manchmal nicht weiss, ob eine Geschichte, egal welche, nicht weitergeht. In meinem Fall ist es eine Liebesgeschichte. Mhm. Manchmal weiss man doch nicht, woher geht es. Geht es noch weiter, geht es nicht? Genau, das geht's. Okay. Und somit wünsche ich euch viel Spass mit der Live-Performance. Dankeschön. Sunday morning, the pillows by the feet. Hearing a slow, quiet pounding of a heartbeat. I'm feeling flowers growing in my mind. Lovely soul, had to unwind. You took me to the moonlight. And I lost you in a starlight. All I want to know is, are there still pages just to read? And is the final words, the last phrase in a dreamful mess? Sunday morning, the rustle of the bedsheet. Hearing the slow, quiet murmur of the coffee machine. I'm feeling flowers growing in my mind. The lovely soul had to invite. It took me to the moonlight. Then I lost you in a starlight. All I want to know is, are there still pages to read? Oh, and is the final words the last phrase in a dream from us? All I want to know is, are there still pages to read? And is the final words, the last phrase in a dream for mess. Hey, oh, hey. Oh, all of a sudden, it took my heart away. Oh, all of a sudden, oh. Took my heart away. All I want to know is, are there still pages to read? Oh, and these final words, last phrase in a dream fall. Merci vielmals, David Dialma, dass er heute da war. Und folgt ihm doch auf Spotify, ihr findet ihn unter David Dialma. Und ja, seine zwei Singles sind draussen, geht die schön auf und ab hören. Folgt ihm auf Instagram und folgt auch uns auf TikTok, Instagram und überall und so weiter und so fort. Und ja, bis zum nächsten Mal bei JR Show. Und wenn ihr noch weiteres von uns schauen wollt, findet ihr schon hier noch ein Video und hier auch noch eins. Klickt doch mal drauf. Ich glaube, die sind cool. Ich hoffe es auch.
funktioniert das jetzt mit denen? Das funktioniert. Funktioniert ja, das, dass man das so verschiedene Challenges schon. Löse es so, rein zeitmanagementmässig ist bei mir manchmal ein bisschen schwierig mit den Sachen zu schauen, die wir releasen. Okay. Mal, ja, okay, kontrolliert. Okay, okay. Das ist doch recht cool. Ich glaube, ich breche es aber nicht so vorher. Ich viel zu weit.